Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Factorio Exotic Industries. Ihr seht, ich habe hier eine Menge Kisten mit Kristalle stehen. Und zwar habe ich hier ein Band gebaut. Das kommt von den ursprünglichen Kristallboxen. Das habe ich jetzt alles schon weggeruppt. Und ja, das Band sorgt dazu, dass das alles dann hier entsprechend runterkommt zu den Kristallen, wo es hin soll. Und ich habe off-camera dieses hier gebaut. Wir produzieren jetzt hier auch die lilanen Energiekristalle. Und der nächste Schritt wird sein, dass wenn hier die Kristalle durchgelaufen sind und alle hier drin sind, dass wir die Kristalle von hier oben entsprechend mit hier aufs Band schmeißen und auch nach unten transportieren. Und nur um das mal zu zeigen, wie schön schnell das geht mit diesen lila Förderbändern, das ist echt krass, wie da dieser 100er Sigma eben einfach weggelutscht wird. Also es sind ja 90 pro Sekunde, also fast ein Stack pro Sekunde, das ist schon echt gut. Das kriegen die Greifarme auch überhaupt nicht hin. Ne? Also ich habe ja hier unten zwei Greifarme an so einer Box stehen, das kann man voll vergessen. Ne? Die Box hier oben, die läuft voll und die anderen, die kommen einfach nicht hinterher mit Umschieben. Ist so, kann uns erstmal egal sein. Im Zuge dessen kann ich aber schon mal vorbereiten, das hier oben mit abzuliefern. Und das sieht ein bisschen komisch aus, als ob da Luft zwischen ist. Ja, ist ja auch. Guck mal. Machen wir es mal so. Dann ist da nämlich alles wieder vernünftig. So, das hier wird ganz schnell leer gelutscht. Und weil das so ist, können wir hier schon mal den bis nach oben ziehen. Na, machen wir mal bis hierhin, würde ich sagen. So. Wir brauchen ja auf jeden Fall einen Ausgang pro Kiste. So. Machen wir mal da lang. Zack. Ich habe jetzt gar keiner von diesen Teilern hier mit drin. Dann nehmen wir den und skalieren den hoch. Weil was ich schon irgendwie gerne machen wollen würde, ist, dass ich das ja nicht ständig umbauen muss, sondern dass das einfach durchläuft, sage ich mal. Oh ja, guck mal, da sind die jetzt auch alle fertig. So, dann kann das nämlich so weg. Und schade, dass die hier das nicht gleich wieder hingebaut haben. Hier kommen ja die beiden. Machen wir es von mir aus mal so. Dann können wir den so machen. Und im Grunde genommen das hier so weiterziehen. Ne? Weil dann können wir sagen, ja gut, das lassen wir jetzt einfach so. Zack. Das machen wir da rein. Und dann ziehen wir das hier einmal durch. So. Dann würde es natürlich mit den Kisten länger dauern, aber im Grunde genommen heißt das, wir müssen da nicht mehr hingucken. Alle Kisten werden leer gelutscht. Hier sind jetzt auch schon alle Kisten weg und ich würde das mal da unterbrechen, weil wir brauchen ja jetzt neue Kisten hier drüben. Und halt auch diverse. Mal kurz gucken, wie viele das hier sind. Hier sind 15.000 drin. Guck mal, 10, 20, 30, 40.000. 55.000, 60.000 plus, die sind schon leer, okay. Also ist ja schon diverse Geschichten aufs Band. Ach ja, genau, und mal so wollte ich das machen. Ach was, so, dass hier nichts drauf liegen bleibt. Guck mal, dann ist das sogar auch schon leer. So, das heißt,
Wir müssen jetzt mal gucken. 2, 4, 6, 80.000, richtig? Machen wir mal so einfach. So. So. Dann kann das Ganze kommen. Ist ja nur ein temporäres Band, deswegen soll mir das so egal sein. So. Noch einmal hier die Filter setzen. Perfekt. Genau, jetzt laufen die erstmal noch voll. Ich hatte schon mal ein paar Kisten weggenommen, da war ja noch mehr. Das ist ja jetzt ja, ganz schön zusammengeschrumpft hier schon, wie auch eine ganze Menge anderer Krams, wohin noch ein paar Bänder übrig sind. Mit Sachen, die dann jetzt nach und nach wegkommen. Einfach, weil wir es nicht mehr brauchen. Weil wir haben jetzt fast alles so rübergezogen. Ich habe mir mal eine Liste nochmal gemacht mit Sachen, die wir noch umbauen müssen. Blaue Schaltkreise ist das nächste. Leichtbauteile, Raketensteuereinheiten mit den Teilen, Module. Und dann haben wir den Rest, der hier steht, tatsächlich großzügig ersetzt. Ja, hier, dieser Informatron fehlt noch. Das kann ich nochmal mit aufschreiben. Informatron. Und ja, so ein paar Geschichten dann von hier unten, die alle irgendwie Wissenschaftspakete basiert sind. Das würde ich halt woanders machen tatsächlich. Wissenschaft können wir durchaus an einem separaten Ort irgendwie nochmal herstellen. So, um blaue Schaltkreise herzustellen, müssen wir das hier richtig befrieden. Das ist also die nächste Aufgabe. Das machen wir jetzt. Wir machen jetzt hier einen Zwischenstopp beim Tanken. Und werden dann entsprechend sehen. Ah, hier, ne, das viel schneller vor jetzt abgebaut werden kann, aber das ist okay für uns. Ah, der nächste ist schon leer. Ach hier, der sogar auch schon. Der auch. Und wieso ist hier Krawall? Ja, das ist das, was wir jetzt dann ändern werden. So, wir sind angekommen. Wir brauchen Lasertürme, die wir aktuell nicht einstecken haben. Hat er die einstecken? Sieht nicht so aus. Wir brauchen ein paar Mauern, die kann er auch nehmen. Davon werden wir dann jetzt wieder ein paar mehr brauchen. Wir brauchen einen Flammenwerferturm, den wir haben oder nicht haben. Haben wir nicht. So, den haben wir hier. Nehmen wir einfach mal ein Stack hier mit rein. Lasertürme, dachte ich, waren hier unten irgendwo auch. Nee, ich sehe es gerade nicht. Radargerät haben wir einstecken. Ja, das habe ich hier auch nochmal in Gange gebracht. Stahlträger kann man nicht mit Produktivitätsmodulen ausstatten. Das heißt, ich habe den ganzen Stahlkram ist ja auch schon weggerissen und hier jetzt einfach eine Anforderungskiste hingestellt und immer wieder kommt irgendwas und dann kann das hier wenigstens weiter produzieren. Und Artillerie? Nee. Da, Lasertürme. Nehmen wir erstmal. Nicht den, um ihn zu reparieren, sondern die auch nicht, um es zu reparieren, sondern nehmen wir einfach mal ein Stack mit und ein Stack kriegt er hier. So, genau, da kommt jemand reparieren, das ist gut. Sehr schön. Genau, von mir aus nimmt unser Spider die mit, weil wir werden nämlich jetzt erstmal das Blueprint soweit anpassen, dass die Laser, also dass die Mauern hier komplett abgedeckt werden. Na, da, das ist schon ein bisschen nervig. Und dann werden wir die einfach hier so lang setzen. Also ja, vermutlich wirklich ab hier unten. Zack, einmal lang.
Und ich weiß nicht, ob wir es denn hier hoch machen. Dann haben wir das Kupfer noch mit drin. Also Kupfermangel haben wir jetzt nicht. Und dann, wenn wir das bis hierher haben, dann können wir hier ja noch mindestens zwei Blöcke irgendwie bauen. Beziehungsweise 1, 2. Ja, wir könnten sonst auch sagen, wir nehmen drei Blöcke mit, ne? Ah ja, guck mal, das passt doch super. Weil die Klippen kommen dann eh weg. Also theoretisch, die Klippen kommen weg und mit dem neuen Design bauen wir hier einfach weiter. Würde ja passen. Und im Zuge dessen können wir hier schon mal, falls wir es noch im Speicher haben, Landfill setzen. Ne, weil das Ganze muss ja mit den Spider-Trons oder den Constructants gebaut werden. So. Machen wir es mal so. Wenn die nicht gerade noch damit beschäftigt sind, die drei zusätzlich geplaceden Solarmodule zu bauen. So, genau, der kümmert sich darum. Er wartet noch auf diverse. Also ich glaube, das ist ein bisschen viel. Dadurch, dass sie halt immer so einen Überschuss mitnehmen. Ist halt, glaube ich, einfach nicht realistisch. So, das ist er hier, ne? Hier das Blaue, was hier durchschimmert. Sind seine Beine, ne? Der will Landfill bekommen, das ist okay. Das sollte ja auch zuhauf da sein. Da unten, ja. Es fehlen ja nur die Logistikroboter, weil hier schon etliche überall durch die Gegend gezogen sind. Hier, guck mal, leer. Oh, hier, der ist auch gleich weg. 4.800, 7.000, 12.000. Ja, nach hinten hin wird es dann immer ein bisschen länger. Ach so, guck mal. So. Sieht aus, als ob rückwärts läuft bei mir. Ich weiß nicht, wie YouTube das dann rendert. So, das ist weg. Der ist dann der nächste. Ja, geht auch ganz gut. Er ist jetzt immer 90 alle 2 Sekunden, weil der Splitter das ja teilt. Von daher ist aber alles auf dem Weg. Ich staune, dass das doch so schnell geht. Ja, weil hier tatsächlich noch ein bisschen Luft ist, weil es wird gleich richtig gebremst dann. Hier hatte ich es zum Beispiel so gemacht. Guck mal, die können dann weg. Dass solange wie hier was in der Kiste ist, das alles aus dem Werk hier nicht genommen wird, sondern die erstmal aufgebraucht werden, dann braucht das hier erstmal nicht weiter produzieren. Beziehungsweise produziert es gerade ihr nicht, weil Schwefelwasser fehlt, weil unser Chemiewerk irgendwie zum Erliegen gekommen ist. Zumindest mit Schwefelwasser. Wobei, guck mal, das hier, das müssen wir nochmal nachsteuern da irgendwie. Das Cracking reicht anscheinend nicht richtig aus, wobei das eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber wir werden mal sehen. Ach hier, guck mal, das auch. Ach, das da ist voll. Warum ist denn das voll? Ach, weil das nirgendwo gebraucht wird, hä? Tatsächlich, da ist die Kohle vollgelaufen. Und das hier kann den Kohlegas nicht verarbeiten, weil Plastik voll ist. Ja, da ist das Bottleneck. Wir brauchen oder wir verbrauchen nicht genug Plastik. Pah! Ich weiß gerade gar nicht, ob man dieses Kohlegas irgendwie entweichen lassen kann. Nee, hier nicht. Weil ansonsten ist die Frage, was macht man mit dieser komischen hier? Wir können es crushen, das umwandeln, das machen wir ja schon. Und wir können es pressen. Gut, dann wäre die Seite, die Frage, was machen wir mit den komischen Pellets? Ja, nichts kann man machen. Verbrennen kann man es. Gut, sonst hätte ich die Möglichkeit, das ja einfach mit der Kohle auch zu machen, ne? Jetzt, wo es voll ist, das dann einfach zu verbrennen in Strom. Kann man ja sogar hier machen. Habe ich nicht sowas noch einstecken? Nee, ne? Ich glaube nicht. Warte mal, wo ist das? Hier. Jetzt habe ich sowas auch nirgendwo mehr stehen, um es zu greifen. Aber wir stehen ja gerade an der Mall. Wo werden die gebaut? Dann kann ich das nämlich eben im Auftrag geben. Hier hinten ist das ganze moderne Zeug, sage ich mal.
Hier. Da ist es. Hier sind sie drin. So, dann nehmen wir die mal eben. Dann stellen wir die hier hinten mit hin. Machen wir es so. Vielleicht ein bisschen viel, so. Und dann sagen wir nämlich. So, dann geht nämlich der Überschuss, der einfach durchrutscht, hier rein. Und wir brauchen hier jetzt noch Strom, ne? Und das sollen die einfach verbrennen. Geht das so? Machen wir es so. Mal gucken, ob die das schnell genug verbrennen. Jedenfalls läuft das dann weiter. So, dann haben wir das Problem gefixt. Dann so ist es mit Factorio, ne? Ihr kennt das. Ein Problem jagt das nächste. So, ich würde hier einfach mal gucken, dass wir unseren Verteidigungsblueprint erneuern. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Warte mal, irgendwie hier oder so. Zack. So, dann geh mal hier mit rüber. So, da kommt es schon mit dem Bauen. Das ist in Ordnung für mich. So, was ich jetzt ja machen würde, ist, das einfach hier auszuschneiden. So, und dann mal gucken. Wo müssen denn die ganzen Geschichten maximal hin? Jetzt ist die Frage, wie viele Laser sollen da drauf schießen können? Also wenn es der letzte Laser ist, dann kann es eigentlich schon fast, muss es hier vorne aufhören. Wäre mir ein bisschen knapp. Ja, wobei mehr als das geht ja dann fast nicht, ne? Dann können wir das hier drin, also das müssen wir nochmal ändern. So. Naja. Ja, ein bisschen mehr würde schon gehen, oder? So. Ja, das ist okay. So machen wir das. So, dann machen wir am besten gleich doppelwandig, würde ich sagen. So. So machen wir das. Und dann müssen die hier so rumlaufen. Das haben wir. Der ganze Rest müsste ja passen. So, und dann sagen wir hier unten bei dem neue Inhalte. Wir merken uns mal 1836. Okay, 4 minus 2. Okay, das hat er sich gemerkt. Speichern. Dann müssten wir jetzt nämlich, wenn wir das hier drauflegen. Ja, das passt. Perfekt. So, dann machen wir die beiden jetzt weg. Okay. Dann haben wir unser neues Design. Und dann würde ich sagen, ach so, ne, damit ist ein bisschen schwierig. Legen wir doch hier einfach mal. Ja. Da haben die Beißer gut mitgedacht, würde ich sagen. Hä? So, wir machen das weg. Und. Na, jetzt müssen wir mal gucken. Das hier irgendwie auf jeden Fall. Die Klippe vielleicht nicht. So, ja, kein Radar mehr. Nee. Macht nichts. Dann laufen wir jetzt selber mit runter. Dafür sind wir ja mit da. Wenn das dann jetzt geht.
Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich müsste ich erstmal sagen, komm mal erstmal dahin. So. So, ja, fast alles gebaut. Das bindet natürlich in Spidertron. Das ist aber soweit okay. Dann haben wir auf jeden Fall auch nochmal wieder genug Energie, ohne uns Sorgen machen zu müssen mit dem ganzen Krams, den wir jetzt gebaut haben. Ja, und dann kommt der ganze Krams mittig hier nochmal auch anders gemacht. So, er ist da. Er wird anfangen abzubauen. Das ist gut. Er hat leider keine Klippensprengstoffe bei. So. Man könnte es natürlich so machen, ne? Jetzt habe ich aber Klippensprengstoff richtig. Warte mal. Das heißt, ich gehe mal nach da oben hin, dass ich nämlich die Klippen dann wegmachen kann. Dann haben wir da nämlich die natürliche Barriere. So. So. Ach so. Machen wir das Ganze nochmal. Zack. Das da kommt mit weg. Ja, das kann auch weg. Tada. So. Ach so, das ist schon das zweite hier. Ach ja, wir haben ja hier wieder die Problematik, dass okay, also der zweite da kann weg, also das letzte hier, dass die Ecke so falsch rum ist, sage ich mal. Wo hatten wir's? Hier hatten wir's. Mal gucken, ob das irgendwie sinnig zu kopieren ist. Ich kopiere das einfach mal so. Und dann gucken wir doch mal. Ja. Wir könnten es so machen. Ach nee, komm, naja. Können wir ja nicht. Ich würde das einfach mal so hinstellen, glaube ich. Und das jetzt hier händisch. Ja, so bauen wollen. Auch wenn es denn jetzt nicht gut ist, quasi. Ja, hier vielleicht so ein bisschen anrunden. Und relativ dick machen, dass sie da kein Interesse haben, durchzugehen. Weil an Mauern sollte es uns ja nicht mangeln. So. Das ist auf jeden Fall eng genug, würde ich sagen. Und das ist vor allem auch alles hier im Bereich drin. Ah ja, hier genau, sogar das ist im Schussbereich drin. Das ist gut. Auch für die Flammenwerfer perfekt. Ideal. Ich sammle das mal ein, was hier liegt. So. Das ist eigentlich was zum Abbauen, hä? Na egal, wir werden davon noch ein paar finden. So, da ist manchmal Strom und manchmal nicht. So, dann setz doch mal bitte Strom. Oder auch nicht, weil du es nicht hast. Wenn wir die Laser nämlich schon mal schießen können im Zweifelsfall. So, der da ist schon kräftig am Bauen, das ist gut. Und dann machen wir hier jetzt an der Stelle schlichtweg weiter. Ja, das wird diverse Mauern und so weiter kosten, ne? Ich würde vor, also würde vermuten, so viele Mauern und etc. haben wir nicht. Das ist ein ganz schönes Ende hier. So, wir haben sogar ein bisschen Landfill, ne? Ja, hier. Weil.
Wie machen wir das so schräg? Dann können wir es von mir aus so machen. Eben mit dem gleichen Punkt, dass sie kein Interesse haben, da jetzt reinzulaufen. Aber von mir aus können wir die auch schon mal hinstellen, das ist richtig. Die können wir nämlich sonst sogar schon mal connecten. Mir wäre jetzt eigentlich lieb gewesen, das Stromteil hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt genug noch bei haben von. So. Mach das einfach mal so, um irgendwelchen Baumgeschichten aus dem Weg zu gehen. Gut, die müssten aber hier durchkommen, ne? Die Constructants. Passt schon. So, Radar. Trotzdem kein Strom, weil da was fehlt. Das werden wir auf jeden Fall sofort ändern. So. Radar. Gut, jetzt sehe ich es hier nicht. Dann fange ich noch mal von oben an, würde ich sagen. Was ist mit euch da? Ja, dann kommt mal rein. So. Dann kann ihr mir auch noch mal sehen, wo es sinnig ist, ein Radar hinzustellen. Ja, tatsächlich sogar hier oben. Sag, Radar Nummer 1. So. Also hier ist eigentlich ganz gut. Ja, ich könnte es auch noch weit nach hinten stellen, aber wird schon gehen, so. So. Definitiv eins in die Ecke unten. Ja, Mensch. Nehmen wir den. So, wenn du da noch hinkommst, dann müssten wir jetzt Strom haben. Ne, haben wir nicht. Achso, hier habe ich Sachen vergessen unterwegs, ja? Was ist das? Neu gebaut und schon angegriffen worden? Naja. Ja, genau. Stellt euch mal damit hin. So, anscheinend haben wir keine Flammenwerfertürme mehr. Gut, es fehlen eh noch die Pipes, ne? So, sind diese letzten jetzt bitte? Wenn ja, müssten eigentlich gleich die Radargeräte angehen. Der ist an. Warum ist der Rest dann da oben? Klippe. Okay. Das haben wir schon mal. Hier kommt auch ein Spider-Tron dann, ne? Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wir sind zum Teil schon, achso, durch mich Sachen gesetzt worden, ne? Auch okay. Ganz schöne Fronterweiterung. Und wenn das gelaufen ist, dann werde ich hier Landfill ansetzen. Und entsprechend dafür sorgen, dass wir blaue Schaltkreise herstellen. Dann haben wir die nämlich mit den ganzen Komponenten alle zusammen. Und dann sind wir nochmal einen großen Schritt weitergekommen. Und bis dahin würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle mal einen Schluss. Der ganze Krams ist weg. Und ich muss euch jetzt hier nicht zugucken lassen, wie ich da alles mit Landfill voll mache. Das ist aber ein wenig Blödsinn. So. Ansonsten sollten jetzt wieder regelmäßiger Folgen kommen. Ich bin zu Hause und krankgeschrieben und ich werde auch noch länger krankgeschrieben sein. Also mit der Operation ist jetzt so der aktuelle Stand mindestens 4 Wochen Krankschreibung. Herzlichen Glückwunsch. Schöner wäre anders. Aber naja, wie jetzt? Achso, der Rest ist hier noch reingelaufen, ne? Ah, sehr cool. Hätte ich gar nicht so viele Kisten bauen müssen. Und weil das so ist, nehmen wir die da auch weg. Zack.
Okay. Das ist es. Wir haben Kristalle, wir haben einen neuen Frontperimeter, der noch gebaut wird. In der Hoffnung, dass wir noch genug Baumaterial haben. Laser waren hier oben. 1400 haben wir hier aktuell noch drin. Da fehlen rote Schaltkreise. Warum fehlen rote Schaltkreise? Von Pufferkisten anfordern. Ach, okay. Dann sollte das jetzt auch wieder gehen. Dann kommt das nämlich erstmal von hier drüben. So, kurz überschlagen. Oh ja. Mensch, da haben wir noch genug Laser. 6000, also fast 6000 Mauern. Da sind 3000. Ah ja, Mauern wird auf jeden Fall ein Problem werden, interessanterweise. Wer hätte das mal gedacht? Egal. Wird alles irgendwie werden. Das wäre sonst auch nochmal so ein Ding, das ich mal irgendwo bauen könnte, ne? Das ganze Beton- und Mauerzeug und so. Dann kann der ganze Krams weg. Okay, Leute, mit dem Großprojekt noch in Arbeit, würde ich sagen, verabschiede ich mich mal. Ach, guck mal, der hat ja hier noch fast 4000 Mauern drin. Oh, geil. Ja, Mensch. Könnte schlimmer sein. Ach so, guck mal, dann können wir doch hier mal das Öl verbinden, wo wir das nämlich eh schon mal hier haben. So. Und dann funktionieren nämlich auch schon die Flammenwerfertürme perfekt. Ja, Leute, so sieht's aus. So machen wir das. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.